Du und ich, wir könnten die Spendenengel von Deutschland werden. Aber stell dir doch mal vor, wir würden rein in die Slums und die Menschen da direkt helfen, einfach mal mit anpacken. Ich möchte wirklich mal wissen, woher du diese Penetranz geerbt hast. Was? Ich bin vertauscht worden. Wie bitte? Oh mein Gott. Sie haben sich verirrt, oder? Meine Mutter wohnt hier. Mama, räum das Cannabis weg, die Polizei kommt. Das ist eine Frau, die behauptet, ihre Tochter zu sein. Mein Kind. Hallo. Meine Tochter. Und jetzt trinken wir erstmal ein Champagnerchen. So richtigen Champagner? Jetzt gib doch mal, das ist meine Tochter. Er ist eigentlich mein Vater. Weißt du, was Tantra-Sex ist? Gruppensex mit Ökos. Du hast mich angestarrt. Dieser Aufzug ist ungefähr 3 cm groß. Ich bin gezwungen, in dein komisches Gesicht zu gucken. Du hast Mini-Ohren. Viel zu kleine Ohren. Ich hab viel keine... zu kleine Ohren. Voll krass. Stimmt es, dass dein T-Shirt von Kick ist? Und du bist ja jetzt arm. Du bist doch überhaupt nicht lebensfähig ohne Geld. Ich würde jetzt gerne einen wunderschönen Abend mit der nettesten, süßesten und lustigsten Familie der Welt verbringen. Oh, ich bin aufgeregt. Erstes Vorstellungsgespräch. Puh. Was kostet ein Päckchen Butter? 4,99. Trüffelbutter kann auch mal 10er mehr kosten. Was ist brutto und was ist netto? Also, das sind auf jeden Fall 2 unterschiedliche Währungen. Wie heißen die Kardashians? Kim, Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie. Das mit dem Job für sie, das ist ungefähr genauso wahrscheinlich wie für mich Gruppensex mit George Clooney. Hast du dir einen Stripper bestellt? Haben Sie den Limousinen-Service gerufen? Das ist Ben Schwarz, der die ganzen Internet-Klingeltöne erfunden hat. Willst du einen Job oder nicht? Yes, yes, yes! Sag mal, was ist denn das für ein Job? Es fühlt sich an wie ein warmer Tischtennisschläger. Ich muss ein Foto davon machen. Nein, vergiss es! Oh mein Gott, sind etwa Drogen drin? Muss ich jetzt ins Gefängnis? Vielleicht kann man da ja irgendwas machen. Ich kann dich nicht hören. Ganz kleine Ohren. Ich lieb dich, Lena. Ich lieb dich auch. Sag mal, du und Lena, seid ihr jetzt immer noch so richtig eng? Nein. Halt für mich, ja? Kannst du mir vertrauen? Was geht denn da ab mit dir und Tim? Elena hat's krass nötig, oder? Na klar. Ungefickt 16 sucht. Ich habe keinen Führerschein. So eine Bitch, ich ist total eifersüchtig. Nur weil sie nichts abkriegt, macht sie dir jetzt alles kaputt. Lena, was geht mit der ab? Krass, dass sie glaubt. Okay, schick ihr den Link. Viel Spaß, Lena. Reicht, oder? Kleiner Bonus für eine besondere Reise. Lena! Was habt ihr gemacht? Hey, du hängst da genauso drin wie ich, ja? Du hast mit diesem Scheiß angefangen. Mann, du bist so krass, ey. Was machst du denn da? Du stehst nur fürs Licht da. Schaff diesen Idioten hier weg! Wagen Sie es nie wieder, auch nur einen Fuß auf dieses Gelände zu setzen. Ah! Wie heißt du? Milo. Emil. Morgen ist der letzte Drehtag. Dann fliegen wir zurück.
nach Paris. Berlin ist im Ausnahmezustand. Die haben die Ost-West-Grenze zugemacht. Aber ich muss dringend ins Defa... Treten Sie zurück! Ah! Außerdem sitzt sie längst in ihrem Flieger. Sie ist weg. Ich habe die Idee, wie ich Milo wiedersehen kann. Du willst einen Film erstellen? Ja. Das ist wirklich das Verrückteste, Idiotischste und Schönste, was ich je gehört habe. Was soll das für ein Film sein? Ein ganz kleiner, wenig Aufwand. Ein Prestigeprojekt des Sozialismus. Tja, dann gehe ich mal Drehbuch schreiben. Du willst ja alles aufs Spiel setzen, nur um ein Mädchen wiederzusehen, von dem du gar nicht weißt, ob ich dich auch wiedersehen will. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, warst du kleiner Schelle mit Hausverbot und jetzt bist du Regisseur. Ich wusste gar nicht, dass du und... Ja. Wenn jemand rausfindet, was du hier absiehst, dann landest du im Knast. Du hast hier nichts zu bieten! In diesem eingemauerten Land! Sie wissen, was Sie zu tun haben? Ja. Und bitte! Zurück nach Paris. Ich kann nicht hier bleiben. Ich kann es nicht. Ich bin eitel, zickig und unkeusch. Hm. Verlieb dich nicht. Wir feiern die Champagner! In 30 Minuten ist die Razzia. Du bist schnell. Ich bin schnell. Wo ist das Problem? Vergiss es. Die gibt dir nicht mal ihren Namen. Nicht alle. Ich weiß nicht. Also, nicht da jedenfalls. Ich kann einstecken. Zur Not. Übrigens, wusstest du das? Das Wildschwein ist der Bison des kleinen Mannes. Sag das nochmal. Ich mag dich. Du kennst mich doch gar nicht. Eine Freundin. Weißt du, ich möchte im Moment einfach nicht mit dir vögeln. Verstehst du das? Hast du das gerade wirklich gesagt? Trottel. Gewinner hat einen Plan. Verlierer hat immer eine Ausrede. Es geht darum, dass man im Leben was hat, an das man sich halten kann. Wann hast du deinen Vater zum letzten Mal gesehen? Sonntagnachmittag. Hm. Worüber habt ihr geredet? Ich würde es gerne rückgängig machen. Geht aber nicht. Wer sagt mir, dass das alles kein Traum ist? Wir planen die fetteste freie Kundgebung aller Zeiten. Wow, wow. Wir müssen Bewusstsein schaffen. Denn diese Generation ist besser als ihr Ruf. Bei diesem Power-Festival an der Grenze. Weißt du, wie weit es ist? Du hast ein Auto. Wir sehen uns auf dem Power. Also wolltest du sowieso da hin? Ich fahr da nicht zum Feiern hin. Ist egal, was Fritz sage, oder? Ja. Schau dir die Frau genau an, die du heiratet bist. Soll ich was sagen? Nee. Vergiss sie, Alter. Vergiss sie. Für die bist du ein aus dem Zoo. Herzlich willkommen. Was können wir für sie tun? Ich suche jemanden. Das Power-Wow, Mann. Hier kannst du nur finden. Ich als dein Mentor sage dir, du brauchst einen Kick. So wach warst du noch nie. Wort. Was ist das? Ich sehe die ganze Zeit einen Indianer. Wow, was für ein Indianer. Land dein Licht! Land dein Licht! Ben! Ab nach Hause! Ben! Komm, wir mit dem Tanzen. Auf die Plätze! Fertig! Böser Viehstadt von Klemann! Wie guten Adopt. Ich muss Simpel am Dienstag abholen. Er kommt in eine Einrichtung, die passend für ihn ist. Simpel kann gezielt gefördert werden. Kann neue soziale Kontakte Simpel bleibt bei mir. Ben! Ben! Raus hier! Raus hier! Ist die Polizei böse, Ben? Nee, die ist nicht böse. Die mag uns halt gerade nicht so. Yes, I'm sorry. Das kann ich behindern. Genau.
Hey Jungs, wollt ihr mitfahren? 10 bis 10. Wenn ihr nicht drin seid, sind wir weg. 1. Kommt, Jungs, einsteigen. Was macht ihr in Hamburg? Ein Abenteuer erleben, mal die Welt sehen, ein bisschen rauskommen. Vielleicht leichtere Art, mit einem Behinderten zu reisen. Ja, ich geistig bin, der kann schon noch laufen. Einfach rauslassen. Ah. Los! Magst du meine Titten? Titten. Titten. Aus irgendeinem Grund war er hier ganz alleine. Ich mach nichts anderes, als mich um ihn zu kümmern. Aber davon hast du keine Ahnung. Du bist alleine. Ist auch nicht immer schön. Wir wollen doch wieder nach Hause, oder? Ja, und dafür müssen wir Papa besuchen. Hast du den aus deinem Leben gestrichen, oder was? Papa ist behindert. Du nicht. Du kannst was aus deinem Leben machen. Er nicht. Ja, stell dir mal vor, die ganze Welt wäre wie so ein Ben. Egal, wo du bist und was du machst, immer ist da jemand. Weißt du, was ich mir wünsche? Dass Ben einfach mal Ben ist. Einfach Ben. Simpel. Suchen wir einen jungen Mann mit 20. Ben Simpel. Simpel und Ben. Ich mag die Polizei. Ben. Du bist doch bescheuert. Du auch.